Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch auf Kursch. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, oder? Der Casherino, Bambino. Nun ja, ich habe meinen Zweitbildschirm, meinen neuen First-Bildschirm. Er ist jetzt hier, also ich schaue jetzt schon darauf, dieses Video in... Aha. Mein Söhnchen! In 144 Hertz kann ich mir diese Demo jetzt anschauen. Ich bin jetzt ultra fast. Ich kann praktisch schon im Vorfeld erkennen, ob der cheatet oder nicht. Und wisst ihr was? Ich kann euch sagen, wahrscheinlich erkennt ihr es nicht, aber er hat wahrscheinlich einen Aim Assist und einen Vision Assist. Es ist schwer zu erkennen ohne einen 144. Ach Gott, was haben wir hier wieder für einen Bock, für einen Verschissenen? Egal, ich habe viel zu erzählen. Der Bildschirm ist sehr nice. Der Bildschirm ist, wie gesagt, extrem nice. Er ist verlinkt in der Videobeschreibung. Und zwar bei... Ihr wisst Bescheid, da wo die Sachen eben stehen, bei Specs. Oh! Haben wir hier wieder eine Cheater gegen Cheater Lobby? Sehr schön. Das brauchen wir. Ihr wisst ja wegen... Oh, lag da jetzt. Vor lauter Aufregung. Ne, 28. Sieht aus wie ein Fake-Lag, den er sich dazugeschaltet hat. Einfach nur, um nicht getroffen zu werden oder schwerer getroffen zu werden. Wir gucken mal, was jetzt damit passiert. Ich nehme an... Warte nochmal ganz kurz. Ich nehme an, dass wir... Ne, eigentlich wollte ich es gar nicht anhalten. Eine Cheater gegen Cheater Lobby haben. Wir schauen mal nach den Stats. 23, 19, 18, 17. Möglicherweise hat er zugeschaltet, nachdem er gespürt hat, dass Duck und Delta so reinpimmeln. Es ist ein bisschen eklig, ihm jetzt so zuzugucken mit dieser widerlichen Leckerei. Aber es hat ihm wohl nichts gebracht. Er merkt jetzt selbst, dass es bescheuert ist. Er stellt gerade irgendwas ein. Er ist nur gelaufen, hat nicht mit der Maus geguckt. Naja. Der Bildschirm ist da. Er ist sehr nice. Er ist verlinkt. Es ist ein von Zoe aka BenQ. BenQ hat das ja irgendwie aufgekauft, beziehungsweise die Arbeiten für, ne? Es ist ein 27 Zoll, 144 Hertz Hardcore-Kackwurst-Bildschirm mit so einem Einstellungsding. Ich glaube, ich kann es euch nicht zeigen, weil das Kabel nicht reicht. Das hier, das ist ja vorne, das kann ich hier in den Bildschirm reinlegen. Damit kann ich dann direkt den Bildschirm auf Knopfdruck eben umstellen. Da kann ich mir Profile anlegen und so weiter. Mir wurde zu diesem Bildschirm mehrfach geraten und ich dachte mir, komm... Jetzt holen wir ihn einfach. Ich habe den ja, ich habe als Spendenziel den Bildschirm drin gehabt und ihr habt reingespendet wie die Wahnsinnigen und ja, der war jetzt halt etwas. Wow. Ich glaube, wir hatten als Spendenziel 300 Euro und der hat jetzt halt 460 gekostet. Aber das hat schon gepasst. Also das ist echt ein proper Ding. Das ist ein richtig Wahnsinnsteil aus 27 Zoll. Habe ich vorhin schon gesagt, Lirum Larum. Ja, cooles Gerät, macht echt Spaß. Ich habe damit noch nicht Matchmaking gespielt, aber eben schon diverse Deathmatch-Runden und auch einfach so an sich halt eben rumprobiert. Also ich fand es allein schon krass im Windows-Menü, wie die Maus sich so glatt bewegt. Ne? Ich habe oben meinen alten Bildschirm als Zweitbildschirm, diesen großen Curved. Und jetzt hat er wieder Fake-Lag drin, der Dumbatz. Und wenn ich, also ich denke mal, dass es Fake-Lag ist. Und wenn ich meine Maus nur hochziehe und auf dem anderen Bildschirm rumzampel, dann merke ich den Unterschied schon. Das ist schon wirklich cool. Wobei ich wiederum sagen muss, alle haben gesagt, hey... Da wird deine Welt zusammenbrechen, vor lauter. Es ist schon echt geil mit 144 Hertz, aber es ist jetzt auch nicht so ein weltenzerstörender Unterschied, finde ich. Natürlich merke ich den Unterschied, ich spüre ihn, weil ich die anderen Bildschirme da oben dran habe. Wenn ich irgendwas da oben rumziehe oder irgendwas oben offen habe, dann spüre ich direkt, dass oben weniger Hertz da ist, auf jeden Fall. Und es ist auch echt angenehm, es ist sehr... Jetzt merkt man es halt kaum, ne, mit dem Scheißgelege von dem Bock. Es ist schon eine coole Sache. Ja, ich will es auch nicht schlecht reden. Es ist geil, auf jeden Fall. Aber was mich noch ein bisschen mehr wegkloppt, ist, dass dieser Bildschirm hier, dieser untere, dieses WQ oder QHD hat. Also die nächste Stufe. Mehr als, ihr wisst schon, diese 2000 Hanswurst, schlag mich tot. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied. Also ich sehe, wenn ich meine Icons auf dem Desktop hier unten sehe und dann irgendwas hochziehen, Icon, wie riesig das aussieht. Das sieht aus wie bei 800x600. Also da ist der Unterschied schon wirklich richtig krass. Auch hier im Spiel spüre ich diese Auflösung. Das fühlt sich anders an. Und das ist eine coole Sache. Aber natürlich ist es 144 Hertz auch geil. Um Gottes Willen, bitte versteht mich da nicht falsch. Ich will nicht, dass es irgendwie sich kacke anhört oder so aus. Ich bin sehr zufrieden jetzt, die ersten drei Tage mit dem Teil. Länger habe ich ihn noch nicht. Und ich kann ihn nur empfehlen. Echt ein schickes Gerät. Ich habe leider keinen Vergleich zu anderen Gaming 144 Hertz Monitoren, wie man sie eben nennt. Ich denke, 144 Hertz Monitor ist wahrscheinlich so, wie man das Teil eigentlich nennen sollte. Aber da drauf steht auch Gaming Monitor. Aber unter Gaming Monitor könnte man auch andere Dinge verstehen. Wie eben Monitore, die beleuchtet sind oder sowas. Keine Ahnung. ja. Und wer das Video heute noch nicht gesehen hat, das um 14 Uhr kam. Eigentlich hätte das um 13 Uhr kommen sollen, aber es kam dann doch erst um 14 Uhr. Die Twitch-Partnerschaft ist da. Wir haben es geschafft,
Ihr habt es geschafft. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich hier nochmal bei euch, denn es ist nur durch euch überhaupt so weit gekommen. Die Partnerschaft ist da. Wir gehören jetzt offiziell zur Elite auf Twitch. Es ist sehr, sehr geil. Es freut mich extrem. Ich hoffe, ihr seid später im Stream auch dabei. Um 19.30 Uhr geht es wieder los. Oder weiter. Und ja, da feiern wir dann nochmal dick ordentlich. Es gibt auch wieder ein Knife-Giveaway. Ich habe mit Skin Baron schon alles abgeklärt. Es gibt wieder ein kleines Knaff. Da gibt es dann nochmal ein extra Video dazu. Aber dennoch findet das bereits, also ist es auf Twitch schon aktiv, dieses Giveaway. Und es wird genauso ablaufen wie die letzten paar auch. Ich werde aber dazu nochmal ein Video machen, falls jetzt jemand fragt, wie denn? Wie läuft's denn ab? Ja. Ah, das ist geil. Also die Twitch-Partnerschaft hat mich komplett überrumpelt. Ich war gerade dabei, das habe ich im heutigen Video auch schon erzählt, ich war gerade dabei zu überlegen, was ich so sage in dem Video, in dem ich bekannt gebe, dass die Partnerschaft eben nicht zustande gekommen ist. Wir wollten ja über Februar schön reinkloppen und so. Und dann gucke ich auf Twitch, weil ich noch den neuen Bildschirm... Ich bin über den Karton gefallen fast. Und dachte mir, ich trage noch kurz den Bildschirm ein, bevor ich jetzt dieses Video mache. Und dann sehe ich auf einmal, die Twitch-Partnerschaft ist da. Hat er jetzt eben noch seinen Mate angeschossen, der Kackbock. Die Twitch-Partnerschaft ist da. Die volle Partnerschaft. Da stand oben, du gehörst jetzt zu den Besten oder irgendwie sowas. Boah, das hat mich echt weggehauen, ohne Ende. Ich habe jetzt nicht auf Hop geachtet, aber na, wohl er... Er hat eine Major Disruption, sogar beide. Er ist eh weg. Scheißegal, was wir unten drücken. Er ist weg. Ja. Ich hätte jetzt vielleicht sogar noch Zeit gehabt, ein Matchmaking zu machen. Ich werde es auch noch versuchen. Aber wenn es heute, also heute am 6.3. dann doch nur ein Overwatch kommt, also dieses hier, nur, dann liegt es daran, dass das Matchmaking sehr lang war und ich eben rendertechnisch und hochladetechnisch nicht um 17 Uhr rumgekommen wäre, dass es zeitlich eben nicht gepasst hätte. Ja, komm, wir hauen direkt mal eine kleine Schnucklichkeit raus. Ich habe ja letztens auf dieser Ding-Seite da einige coole Dinge rausgeholt, wobei ich dafür auch eine fette YouTube-Giveaways mache, aber wir hauen jetzt was Kleines raus, und zwar eine Labyrinth. Hauen wir raus, für alle, die noch da sind. Schreibt einfach in die Kommentare noch zusätzlich und nebenbei zu eurem Kommentar, der bereits vorhanden ist, ob ihr gerne sitzt. Dankeschön, ciao, ciao.